Wow, im Fernsehen ist so viel interessantes Zeug, ey. Ich glaube, das ist genug Fernseher für heute. Denn Leute, heute habe ich sowieso was richtig, richtig Cooles geplant. Und zwar werden wir natürlich mal wieder Online-Data trollen. Aber als ein Charakter, den wir noch nie hatten. Und zwar ein Bacon Girl. Und ja, Leute, das wird heute eine ziemlich krasse Challenge. Denn sind wir mal ehrlich, Freunde, als Bacon ein Online-Data zu klären, ist nicht so einfach. Aber ich denke mal, wenn ich ein paar Anmachsprüche von euch benutze, dann wird das auf jeden Fall etwas. Also Leute, ich möchte gar nicht so lange rumbabbeln, sondern wir erstellen uns jetzt erstmal einen neuen Account. Und Leute, ich habe auch schon alle Daten eingegeben und wir heißen auf diesem Account Bacon Girl Slay. Slay! Slay! Und Leute, fertig ist auch unser Account und wir müssen noch nicht mal den Skin erstellen, denn unser Skin ist auch schon fertig. Denn wie ihr wisst, müssen wir als Bacon Girl heute trollen. Also Leute, wir verlieren keine Zeit, sondern drücken einfach mal auf Spiele, Zui. Und da sind wir auch schon in Brookhaven. Hä? Was geht denn da hinten ab? Leute, seht ihr das? Da ist einfach ein UFO. Hey, Aliens, da müssen wir sofort hin, Leute. Hä? Was geht denn da ab, Leute? Yo, wir sind einfach in Ohio gelandet. Was ist das hier? Alter, und wer bist du denn? M? Ich schreibe einfach mal M was? Und er schreibt, meine Eltern haben mich allein gelassen. Wer? Und er schreibt, keine Ahnung, kenne ich die nicht? Nein, 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 das meine ich gar nicht. Ich meine, wer hat gefragt, Mann? Denkt ihr wirklich, ich habe Zeit, dich zu adoptieren oder was? Ich muss Online-Data trollen. Und, was ist das denn? Der das liest, ist dumm? Hey, das ist aber gemein. Naja, Leute, checken wir einfach mal hier das Haus ab. Ey, Moment mal, bleib stehen. Ey, der fährt einfach weg, Moment mal. Ah, Leute, doch, ich glaube, er will reden. Und er schreibt was? Deine Hose ist... Ja, okay, Leute, reicht. Ich frage ihn einfach mal, suchst du eine Freundin? Und er schreibt einfach nö. Oh mein Gott, Leute, das war einfach ein Sigma-Moment. Direkt beim ersten Typen werde ich direkt so gekorbt? Okay, Leute, ihr wisst also Bescheid. Als Bacon Girl wird es schwerer als gedacht. Aber Leute, was denkt ihr? Werden wir es heute schaffen, als Bacon Girl einen Online-Data zu klären? Schreibt es auf jeden Fall jetzt in die Kommentare und wir werden das Ganze jetzt auch herausfinden. Also meine sassy Online-Data, wo seid ihr? Hier ist auf jeden Fall eine WG. Ich weiß nicht, Leute, irgendwie sieht die WG ziemlich leer aus. Aber da oben ist auf jeden Fall einer. Und er schreibt sogar Hi. Und ich schreibe einfach mal, hi, Baby, toll. Ich glaube, das war direkt zu sass. Und er schreibt schon, was? Deine Hose ist... Ja, okay, Leute, reicht jetzt wirklich. Ich schreibe jetzt einfach mal, hi, Baby. Mal gucken, wie er reagiert. Das Ding ist, Leute, er sieht genauso aus wie ein Online-Data. Ich denke aber mal nicht, dass er auf Bacon Girls steht. Und er schreibt einfach nur ein Fragezeichen und geht weg. Warte mal, er geht in den Online-Data-Raum. Geht hier etwa, vielleicht etwas ab? Aha. Aha, so sieht das also aus. Er schreibt einfach nur No und geht in die Ecke. Ich schreibe einfach mal Doch, du gehörst jetzt mir. Und er schreibt einfach nur Nein. Ja, da schreibe ich einfach mal Doch und... Hä? Warte mal, wer ist er denn jetzt? Er schreibt einfach Hey, hör auf. Ich schreibe einfach mal Aber ich suche doch nur einen Freund. Und er schreibt einfach nur Das ist mein Bruder. Ja, da schreibe ich einfach mal Ulala, dein Bruder ist voll süß. Warte mal, und jetzt schreibt er Ändere mal dein Skin. Und er schreibt Ist so. Hey, Leute, nur weil ich ein Bacon Girl bin, werde ich einfach gemobbt. Ein Like gleich ein Mitleid für Bacons. Ich schreibe einfach mal ganz ehrlich. Und er schreibt was? Jetzt aber wirklich, Freunde. Deine Hose ist nass! Und Leute, ich... Oh mein Gott. Ich wurde einfach aus dem Haus gebannt, Mann. Uff, Leute. Das wird heute eine sehr, sehr große Nummer. Aber ich glaube, es wird auch genau jetzt Zeit, die Anmachsprüche von der Lami Army auszupacken. Und vertraut mir, Freunde. Die sind richtig süß. Also, let's go! Probieren wir es einfach mal bei diesem Billy hier. Und zwar schreibe ich einfach mal, hi, bist du Robux, denn ich kriege nicht genug von dir. Und warte mal, Billy hat sich in einen Jungen verwandelt. Mein Name ist Jeff. Aber Leute, das ist seine Reaktion. Der schreibt einfach nur ein Emoji und geht. Leute, vielleicht war der Anmachspruch noch nicht so gut. Probieren wir es einfach mal mit dem zweiten Anmachspruch. Und zwar schreibe ich einfach mal, bist du die Sonne oder warum bist du so heiß?
Hä, Leute, aber der ist einfach weggegangen, Mann. Da müssen wir uns auf jeden Fall einen neuen Jungen suchen. Wir schauen uns einfach mal um. Vielleicht gibt es hier auch irgendwo eine Online-Data-WG. Oh. Ja, Leute, ich glaube, das sieht eigentlich ganz gut aus hier. Oh, ja. Leute, da hinten sehe ich auf jeden Fall die ein oder anderen Jungs. Hä, hier geht ja voll die Party ab. Okay, wer möchte mein Freund sein? Ich schreibe einfach mal, bist du ein Diamant oder warum glänzt du so? Leute, irgendwie reagiert niemand auf meine Anmachsprüche. Vielleicht ist dieser Spruch ja was, und zwar, bist du mein WLAN oder warum habe ich so eine starke Verbindung zu dir? Ey, Leute, die ignorieren mich einfach alle. Okay, Freunde, ich habe mir das schon schwer vorgestellt als Bacon Girl, aber es beachtet mich einfach überhaupt niemand. Hier sind ein paar Online-Data, hier sind ein paar Online-Data und da sind ein paar Online-Data. Aber niemand interessiert sich für das Bacon Girl. Eine Rutsche? Sui! Okay, Leute, jetzt packe ich den ultimativen Anmachspruch aus, ja? Aber ich weiß noch nicht, wer diesen Anmachspruch verdient. Ich muss erstmal einen Jungen finden, der mich, nicht ignoriert. Guckt euch das an. Ich bin einfach wie Luft für die ganzen Spieler hier. Leute, ich frage einfach mal ihn. Hey, du. Hoffentlich antwortet er mir. Und ja, Leute, er schreibt ja. Und ich schreibe ihm jetzt, hast du Kaktuseis gegessen? Oder warum knistert es so zwischen uns? Versteht ihr, Leute? Weil Kaktuseis, das knistert im Mund, ja? Und er schreibt, bist du etwa Lami-Fan oder was? Nein, ich bin Lami. Ich schreibe aber mal, kann sein. Wieso? Ist das hier etwa ein Lami-Hater? Was wird er jetzt wohl schreiben? Oh, er schreibt, okay, nur so. Naja, dann fragen wir ihn einfach mal, bist du Lami-Fan? Und er schreibt, ja, ey, Ehrenmann. Hä, warte mal, er hat seinen Skin umgezogen. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Ehrenmann? Er hat die Lami-Kette, den Lami-Merch, das Lami-Cape und den Mini-Lami. Ey, ich küsse doch dein Herz. Ich schreibe einfach mal, oh mein Gott, ich habe mich verliebt in dich. Warte mal, was? Er schreibt, sorry, hab schon eine Freundin? Hä? Dann schreibe ich einfach mal, oh Mano, denn du bist genau das, was ich suche. Ein Online-Date zum Trollen. Und er schreibt einfach nur, sorry. Leute, aber vielleicht können wir ihn ja trotzdem trollen. Und sag mal, wer ist das denn jetzt hier? Moment mal, ist das etwa seine Freundin? Ich frage einfach mal, ist das deine Freundin? Aber er schreibt nein. Aha, verstehe. Sie ist also mit ihm hier zusammen? Leute, das ist jetzt fies, was ich schreibe, aber ich schreibe einfach mal, vergiss deine Freundin, ich bin eh viel besser. Und er schreibt, ich krieg so einen Stress mit meiner Freundin? Ich schreibe einfach mal, Pech, ich bin ab jetzt deine Freundin. Und er schreibt einfach nur, nein, Hilfe. Hey, dein Ernst, jetzt haust du auch noch ab. Moment mal. Leute, was ist mit seinem Internet los? Warum läuft er so langsam? Sag mal, was hast du denn für ein Ohio-Internet, Mann? Egal, Leute, er kann wenigstens nicht von uns weglaufen. Und er schreibt jetzt, lass mich. Nee, ich schreibe einfach mal, wir sind zusammen. Und jetzt schreibt er, nee. Und jetzt schreibt er, muss eh off. Dann schreibe ich einfach mal, dann wirst du niemals herausfinden, wer ich in Wahrheit bin. Leute, das hat ihn gar nicht gejuckt. Ey, Mann, ey, wir sind schon wieder alleine hier. Also, Leute, ich glaube, es war noch nie so schwer, Online-Data zu klären. Denn ja, niemand will mit dem Bacon Girl hier zusammen sein. Ey, am besten wär's, wenn hier jemand auf den Server kommt, der auch ein Bacon ist. Aber hier sind nur so komische Online-Data. Luca 17 vergeben an Coco. Ich schreibe einfach mal, hi, ich bin's, deine Freundin Coco. Aber er fährt einfach weg von mir, ey. Jetzt schreibt er einfach nur, ja. Jetzt schreibe ich einfach mal, glaub mir, Luca, ich bin Coco. Mein Account wurde gehackt. Und er schreibt einfach nur, kannst du dein Outfit ändern? Ey, Leute, es wird hier immer gemeiner. Niemand will mich als Bacon Girl akzeptieren. Ich schreibe einfach mal, wenn du mich als Bacon Girl nicht akzeptierst, dann verdienst du mich nicht. Slay! Leute, ich glaube, Luca ist gerade gestorben. Kann das sein? Und was ist eigentlich mit diesen zwei Mädchen los? Die sind einfach traurig. Ey, so langsam bin ich aber auch richtig traurig. Sie schreibt, du hast was Besseres verdient als ihn. Hey, Girls, ihr habt recht, Mann. Ich setz mich einfach mal zu euch. Leute, das Leben als Bacon ist wirklich ziemlich schwer. Niemand beachtet mich. Niemand will mit mir schreiben. Und niemand gibt mir eine Chance für eine schöne Beziehung. Aber Leute, ich bleibe stark. Ich werde schon ein Online-Date erklären. Das sage ich euch. Aber Leute, dafür muss ich einfach nur die richtige Person finden. Und Moment mal, wen habe ich denn hier gefunden? Bacon, bleib stehen. Oh mein Gott, Leute, ich muss sofort bei ihm einsteigen hier. Hä, aber ich glaube, er hat auch keine Lust auf mich. Ey, Bacon. Warte mal, was?
Er ist weg? Ey, nicht im Ernst, Mann. Nicht mal die Bacon Boys haben Lust auf mich. Aber Leute, ich habe ihn gefunden. Du entkommst mir nicht. Ich schreibe einfach mal, hey, aber Leute, er ignoriert mich einfach. Ich weiß doch gar nicht, ob er mich überhaupt versteht. Hallo, bist du da? Verstehst du mich? Hallo. Ist klar, er tut jetzt einfach so, als ob er AFK ist, ne? Nee, Leute, also ganz ehrlich. Moment mal. Hat er jetzt noch den Server verlassen? Nee, Leute, jetzt mal wirklich. Es ist einfach unmöglich, als Bacon Girl ein Online-Dater zu klären. Leute, ganz ehrlich, im Club finde ich doch bestimmt einen kleinen Pupsi für mich, oder? So, wir gehen mal hier rein. Mädchen. Aha, bist du ein Junge? Wir gehen einfach mal rein und... Hä, hier sind ja nur Mädchen. Ich dachte, ich finde hier einen kleinen Jungen für mich. Na toll. Hä? Moment mal, da ist ein Junge. Hallo? Leute, wie sieht der denn aus? Oh mein Gott. Hä? Moment mal, für wen sind die Blumen? Ich schreibe einfach mal, wow, du bist so schön. Und Leute, was? Er schreibt, habe ich von dir gelernt? Leute, ich glaube, ich habe hier meinen perfekten Bacon-Online-Dater gefunden. Ich schreibe einfach mal, wollen wir zu mir nach Hause? Und er schreibt, wo immer du hin willst, ich bleibe bei dir. Hä, Leute, was ist das hier für einer? Und die schreiben einfach nur, ihr könnt Deutsch? Nee, weißt du. Hä, Bacon, na los, mach sie fertig. Ey, der Bacon macht sie einfach mit dem Feuerlöscher kaputt. Na los, Bacon. Nein, mein Bacon ist runtergefallen, ich bleib bei dir. Okay, Leute, ich trage ihn jetzt einfach mal zum Motel. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Bacon ist, aber er ist wirklich der perfekte Kandidat, den wir trollen können. Und außerdem ist es auch die erste Person, die mich nicht ignoriert. Also besser geht es gar nicht. So, wir sperren mal direkt die Tür ab. Ich schreibe einfach mal, du bist ab jetzt mit mir zusammen. Und warte mal, er hat ein Stoppschild und schreibt, aber nur, wenn du das eine mit mir machst. Hä? Das eine? Moment mal, was meinst du? Ich frage ihn einfach mal, du willst also einen Kuss von mir? Und er schreibt, ich meine nicht küssen, sondern Punkt, Punkt, Punkt. Warte mal, was meinst du denn sonst? Ich frage ihn einfach mal, was meinst du? Und jetzt schreibt er, komm her, Baby. Yo, dein Ernst? Nee, weißt du was? Ich verschwinde mal wieder. Was ist das denn für einer? Ich dachte, ich habe hier einen Online-Dater zum Trollen gefunden. Aber das ist einfach nur ein kleiner Sassy. Nee, Leute, das Ganze geht mir auf jeden Fall zu weit mit ihm. Ich glaube, Freunde, wir lassen das einfach mal für heute. Hey, Leute, ohne Witz, als Bacon Girl war es wirklich ziemlich schwer. Und was willst du denn von mir? Lass mich in Ruhe, ey. Hä, warte mal, was ist das denn jetzt für eine? Hä? Hey, die hat ja fast gar nichts an, Mann. Nee, Leute, wisst ihr was? Mein Kopf geht hier kaputt in Brookhaven. Ich glaube, ich muss ins Krankenhaus, Joey. Aber, Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem Ultra-Sussi-Video. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall dem Video einen dicken Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und Leute, sagt mir bitte, was ist mit diesem Bacon falsch? Naja, ihr könnt jetzt auf jeden Fall noch links und rechts die letzten zwei Videos abchecken. Die sind auch mega Sus geworden. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Oh, Joey!